Also ja, neuer Part. Ich habe keine Ahnung, was das im letzten Part war. Ich weiß noch nicht, wo ich bin und wie ich jetzt. Wie bereits gesagt, Flowey hat die Seelen absorbiert. Und jetzt bist du in irgendwas drin. Ah, sieh das Ende. Ja, Speicherstand zerstört. Das ist der Endboss, die Blume. Oh shit. Howdy! Es ist mich, Flowey. Flowey die Blume. Ich schulde dir echt einen großen Danke. Ein großes Danke. Du hast wirklich, ja, den König so richtig schön verletzt. Ohne dich hätte ich ihn nie zerstören können. Aber jetzt, mit deiner Hilfe. Er ist tot. Und nun habe ich jetzt auch diese menschlichen Seelen an mich gerissen. Oh, diese Lache. Oh, schön. Junge! Ich habe mich so leer gefühlt die ganze Zeit. Es fühlt sich gut an, eine Seele in mir drin zu haben. Ah, ich kann sie wirklich kribbeln fühlen. Oh, du fühlst sie ausgeschlossen, oder etwa nicht? Nun ja, das ist eigentlich richtig gut. Ich möchte nämlich. Ich habe nämlich erst nur 6 Seelen. Ich brauche immer noch eine einzige mehr, bevor ich Gott werde. Und dann mit meiner neu gewonnenen Kraft. Menschen, Monster, alle! Ich werde denen dich die wahre Bedeutung dieser Welt lehren. Oh shit. Oh! Und vergiss deinen alten Speicherplatz. Es ist für immer weg. Doch mach dir keine Sorgen. Dein alter Freund Flowey hat einen Ersatz gedacht. Ich werde über deinen eigenen Tod speichern. Sodass du mich dabei sehen kannst, wie ich dich immer wieder in Stücke reiße. Immer und immer und immer wieder. Was? Denkst du wirklich, du kannst mich aufhalten? Du bist wirklich ein Idiot. Das ist der wahre Endboss. Lass dich auch etwas ein, das kann ich dir so. Was? Oh, shit. Holy shit. Oh mein Gott. Holy shit. Viel Spaß. Oh! Oh! Du kannst ja nicht ausweichen! Doch, Hä? kannst du. Das war's gleich. Das ist ein Kampfknopf. Das ist weg. Viel Glück. Muss es wirklich schaffen? Ja. Hä? Das ist alles nur ein schlechter Traum. Und du. Wir es niemals aufstehen. Hahaha. Oh mein Gott. Die Pflanze habe ich aber wirklich am Anfang vergessen. Gehört das noch zum Spiel? Das Spiel ist halt ein bisschen geglitscht, weil Flowey jetzt gerade ein bisschen was zu arbeiten hat am Speicherpunkt und so alles. Ah. Denkst du wirklich, ich wäre wirklich damit zufrieden, dich nur einmal zu töten? Oh mein, ne Güte. Holy shit. Okay, also ich muss ausweichen und sehen, dass ich diesen Fight-Dings drücke. Genau. Und wie kann ich. Oh shit. Das ist alles nur ein einziger Bosskampf. Oh, bitte nicht. Wirklich. Du hast ein KP abgezogen, weiter Wieso so. habe ich in eine KP abgezogen? Weil Wieso du ich. zu schwach bist. Hä? Er hat alle 6 menschlichen Seelen auf seiner Seite. Er ist beinahe ein Gott. Was erwartest du? Das kann langer Kampf werden. Warnung. Aufpassen, ne?
muss irgendwie versuchen auszuweichen. Und den Knopf dazu erwischen. Und denke, dann hast du noch ein KP. Ich krieg wieder KP dazu. Ah, holy shit. Schimmer darfst du nicht. Der übertreibt ein bisschen, oder? Einfach nicht. 3 KP. Hä? Warnung. Nicht schon wieder. Dann verstehst du alles noch? Nee. Ich bin raus. Was ist halt also beeil ich? Ja, ich beeil mich doch, aber es ging nicht schneller. Oh. Wenn das jetzt die ganze Zeit Stunde weitergeht, dann. Er hat Speicher, er hat Safe States gesetzt. Und letztlich ständig. Warnung. Ob du das wohl überleben ist alles? Nicht darum, nicht darum, das geht nicht. Jetzt gleich. Man muss sie nicht durchrushen. Ja, siehst du. Ich meine, wieder komplett geil. Ja, wie mache ich ihn jetzt? Wie besiege ich ihn? Du drückst aber auf Kampf. Ja, aber das dauert ja Stunden. Achtung. 16 KP. Hä? Ich verstehe nichts. Das ist alles nur ein schlechter Traum. Viel Glück, ja? Keine Angst, dass die Minuten vergangen. Hm? Keine Angst, dass die Minuten vergangen. Ich hab keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Ach komm, du bist ein Gamer, ha? Ist es denn überhaupt. Ja, bin ich unterlevelt? Nein, es gibt Leute, die es auch schaffen. Nur mit allen Level 1, weißt du? Du bist nicht unter Levels. Ja, aber. Er ist einfach nur über Levels. Mit den 6 menschlichen. Er verletzt mich ja komplett. Durchhalten. Ich kann mich ja ein bisschen gar nicht mehr bewegen, weil es keinen Sinn macht. Doch, du weichst ja ab und zu aus. Warnung. Das flieht dein Herz. Terror! Oh, der Bruchstein ist so clever. Du kannst im OBS, Leute, ihr könnt ja im OBS, falls ihr ein bisschen Ahnung habt, auf Stopp drücken. Dann macht der Bruchstein, er drückt nicht auf Weiter, er drückt auf Aufnahme beenden und startet neue Aufnahme. Hauptsache, der Maß hat genug zum Schneiden. Als ob das so viel Arbeit ist. Ja. Das ist nur ein bisschen Wartezeit, oder? Wenn nicht. Der Computer macht doch die Arbeit. Nee, du musst ja auch schneiden. Oder glaubst du, das ändert sich alles von alleine? Du drückst einfach, du fügst es einfach ein und der Computer wartet dann noch. Egal, camp einfach. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Also zu gewinnen. Ich glaube, du hast schon alle Hände voll zu tun. Warnung, gelbe Seele. Wo ist es ja wirklich ätzend. Achtung, deine Knarre! Was ich so in der schießt. Oh, und der Bootzug immer mehr Schaden, ne? Mhm. Du hast nach Hilfe gerufen. Und jeder einzelne menschliche Seele greift dich an und hilft dir danach. Jetzt möchtest du getroffen werden. Geh zum Herzen hin. Ja, witzig.
Die Seelen. Ist das nicht schön? Flauis Seelen greifen ihnen auch jetzt auch an, hä? Flauis Verteidigung ist jetzt gleich neu. 200 Schaden. 200 Schaden. 200 Schaden. Aber denk dran, du kannst immer noch sterben, ne? Und sein Angriff ist auch. Aber deine Angriffe wurden auch langsamer, ne? Ob du das schaffst? Ah, ich mag die Musik. Die gibt mir richtig viel Hoffnung, ja? Du machst mehr Schaden. Du hast die Hälfte geschafft. Gleich wieder tot. Es geht einfach zu viel ab, hä? Ja. Er hat's geschafft. Nein, nein. Ja, du musst weiter noch A drücken. Das kann nicht passieren. Du, du. Er hat selbst jetzt gesetzt, schon vergessen. Du Idiot! Schön selbst jetzt zu haben, ne? Dachtest du wirklich, du könntest mich besiegen? Ich bin der Gott dieser Welt. Und du? Du bist hoffnungslos. Hoffnungslos und allein. Oh mein Gott, das ist richtig. Deine wertlosen Freunde können dich jetzt nicht retten. Ruf nach Hilfe. Ich warne dich. Ruf, weine in die Dunkelheit hinein. Mami, Daddy, irgendjemand. Du hast nach Hilfe gerufen. Aber niemand kam. Oh, was für eine Schande. Niemand sonst. Niemand sonst wird dich sterben sehen. Erinnert dich an was? Was? Wie hast du... egal. Ich werde einfach... Speichern fehlgeschlagen. Hä? Wo sind meine Kräfte? Die Seelen? Was tun sie? Nein, nein! Du kannst das nicht tun! Du, ihr seid dazu da, mir zu dienen! Stopp! Halt es auf! Stopp! Regenbogen. Toll, ne? Ja. Da bin ich mal gespannt. Und? Wollen wir zerstören? Hast du auch beide schon mal gemacht? Aha. Okay, sag's mir, wenn ich sie zerstöre, was passiert? Du tötest sie und das war's mit dem Spiel. Das passiert aber auch mit mir als sie. Ich meine, er gibt dir Tipps und so. Und anders. Er gibt mir Tipps. Das dauert ein bisschen länger, ja. Keine Tipps? Ja, es war verantwortlich, dass ich in dieser Dings. Ich wusste, du hast es in dir.
Er stirbt glücklich. Du hast ihn getötet. Endlich hast du eingesehen, dass töten oder getötet werden wahr ist. Ich habe mich dafür entschieden, aus Gründen, die man auch verstehen könnte. Wenn man von der Blume ist jetzt die Hauptperson, warum ich da drin bin, ne? Nein, du bist runtergefallen im Untergrund. Einfach so. Richtig, aber die Blume war ja von Anfang an auch schon da. Aha. Richtig, und die ist ja der verantwortlich dafür. Wofür? Ja, was mir passiert ist. Ist ja der Boss. Die wollte dich am Anfang töten, ja. Richtig. Und jetzt habe ich sie am Ende. So habe. Ja, der Großteil hat natürlich gut vorgelesen, muss man sagen. Er hat Nicht gut wirklich sein genug. Bestes gegeben. Das kann man sagen. Ja, war ein gutes Projekt, muss ich sagen. War ein gutes Spiel. Ist aber jetzt nicht eins der besten Spiele, die ich gespielt habe. Aber es war ein gutes Spiel und ich bin froh, dass ich es gespielt habe. Das kann ich sagen jetzt. Und die anderen enden und so alles, wir alles nicht spielen und so alles, du wirst jetzt einfach sagen, das war's mit diesem Projekt. Ne? Das ist richtig. Gut. Was sagst du dazu? Ich bin stolz auf dich, dass du es durchgezogen hast, Hättest du nicht trotz meiner gedacht? schlechten Vorlesequalitäten. Hättest du nicht gedacht? Nein. Ring, ring. Ey, ja. Ist jemand da? Naja, ich wollte hier nur eine Nachricht hinterlassen. So, es ist eine Weile her, ha? Seitdem du uns verlassen hast, sind die Dinge interessant geworden. Da Esko jetzt tot ist, haben Leute jetzt gewollt, dass Andein regiert. Doch, sie wurde nur nirgendwo gesichtet. Also, Metaton hat jetzt einfach übernommen. Er hat jeden eine Gehirnwäsche verpasst, um seine Ge Show zu sehen. Und hat seinen Unter und hat den ganzen Untergrund zu seinem persönlichen Paradies gemacht. Es ist irgendwie ziemlich verstörend. Und für mich nun ja, ich bin sein Agent. Hey du, Darling. Danke dir so sehr, dass du für deine ganze harte Arbeit. Dank dir ist der Untergrund mehr noch besser wie je zuvor. Hä? Oh la la. Saturn zu meiner Schönheit, hä? Flowers, also Blumen, geformt nach meinem Namen. Hecken in den Form meines wunderschönen Gesichts, ja. Unter meiner Regelung ist da unter. Sind alle Probleme des Untergrunds vorbei, Baby? Ja, Publikum, alle anderen. Wer braucht die Sonne, wenn du das Rampenlicht hast, hä? Ökonomische Probleme und alles andere. Hä? Was? Wer braucht sowas? Alles ist unter goldenen Glitzer also gepreiselt. Hier ist alles wunderschön, keine Probleme. Und ich habe eine neue Policy, also ein neues Gesetz gegen der Menschheit. Wenn ein Mensch hier runterfällt, können Sie meinen Fanclub komplett umsonst beitreten. Aber du wirst dich bestimmt über Alphys wundern, ne? Mach dir darüber keine Sorgen. Ich habe auch für ihr eine Statue entworfen. Wirklich stark, habe ich realisiert. Ich war wirklich nicht unbedingt die Beste zu ihr, ne? Also habe ich mich entschuldigt bei ihr. Und habe sie gefragt, ob sie mir hilft zu regieren. Aber ich konnte sie nicht finden. Vertrau mir, ich habe da überall gesucht. Egal. Ich hoffe, du wirst ein neues Meeting mit mir noch erleben. Aber es war wirklich schön, mit euch zu leben.
Es muss wirklich schwer sein, ha, bei dir. Bitte denk an mir und Alphys. Einfach denk die ganze Zeit an mir und an Alphys Posting, hä? Oh ja. Schönes Ende, hä? Das ändert sich Ja. übrigens bei jedem Einzelnen, den du tötest und so alles, hä? Gut, das war's mit diesem Projekt. Ich hoffe, ihr schaltet bei anderen Projekten ein. Haut rein. Ciao.